Hallo liebe Aufrufer, heute Mittwoch, 3. Juli 2013 ist in meinem Leben ein, bei aller Zufälligkeit und Beiläufigkeit, enorm herausstehender Tag gewesen. Sehr, sehr wichtige Neuigkeiten, gewünschte Neuigkeiten sozusagen, da kann man froh sein. Dazu gehört nicht, weil das für mich persönlich nicht so wichtig ist, der freiwillige Rücktritt des belgischen Königs Albert, von dem zumindest rückblickend zu sagen ist, dass er Flamen und Wallonen, französische und mehr oder weniger niederländische Belgier beieinander halten konnte. Und in einem Jahr sind dann politische Wahlen, also Parlamentswahlen in Belgien, und mal sehen, was da wird. Ich glaube tatsächlich, Zusammenhalt ist immer dann schwach, wenn es Stress gibt. Die Schuldenmisere in Europa trifft natürlich auch Belgien und die belgische Wirtschaft. Also Rücktritt des belgischen Königs und andererseits die Entmachtung, die Entlassung durch das Militär in Ägypten des gewählten ägyptischen Präsidenten. Das ist ein Gewaltakt, wenn man so will. Und angekündigt ist also sowohl, dass Neuwahlen von dem Militär jetzt als militärprovisorische Regierung mit einem kommissarisch eingesetzten Verfassungsgerichtspräsidenten, sowas ähnliches, in Ägypten anstelle von Morsi und dann kommende Neuwahlen. Und inzwischen soll auch an der nicht modernen Verfassung sozusagen demokratische Verbesserungen eingebracht werden. Mit anderen Worten, Morsis Verfassung ist ab sofort nicht mehr in Kraft. Also Ägypten hat jetzt eine große Gruppe der arabischen Frühlingsmodernisierer, die feiern und Raketen abschießen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Islamisten, die gedacht haben, sie können jetzt Ägypten mehrheitlich dominieren, wie das dann bei den freien Wahlen wirklich sich abzeichnen wird, wer die Majorität wird und wer dann letztlich als Minorität Minderheitenschutz bekommt oder wiederum niedergedrückt wird. Das sind alles Sachen. Also der Aufnahmeantrag Ägyptens in die UEFA, um dann endlich mit Israel wieder Fußball spielen zu können, der wird wahrscheinlich erstmal nicht entschieden. Das war jetzt ein Scherz. Und nun komme ich hier zu meinem Gustl Mollat. Es tut sich ja bekanntlich etwas, ich weise auf den Beitrag, den ich extra gemacht habe, zu den Aktualitäten der eingeknickten bayerischen Justizministerin, die sich aber hier positioniert hat, wie es nicht im Sinne des Ministerpräsidenten sein kann, und damit ist sie geknickt. Die Grünen verlangen Entlassung, und zwar für beide, ja, Entlassung Mollats aus der Irrenanstalt und Entlassung der Irrenjustizministerin aus dem Amt. Und ich setze hier fort, Seite 72 aus diesem Buch hier von Olaf Pritschibilla und Uwe Ritzer, der Mollat-Bericht. In diesem schlampigen, fehlerhaften Stil geht es weiter. Also Fortsetzung von gestern. Die Beschreibung des angeblichen Körperverletzung auf Seite 10 des Urteils ist in bestimmten Teilen übernommen aus dem ärztlichen Attest über die Verletzungen und die Schilderungen der Ehefrau. Es wird nicht abgewogen, diskutiert, hinterfragt oder wenigstens im Konjunktiv sauber zitiert. Es wird einfach festgestellt. 1:1. Mollat hat seine Frau in der gemeinsamen Wohnung, Zitat, ohne Grund mindestens 20 Mal mit beiden Fäusten auf den gesamten Körper geschlagen. Ein merkwürdiger Satz. Er lässt keinen Spielraum, er fragt auch nicht nach einem möglichen Motiv. Ein Ehemann schlägt ohne Grund, ohne Anlass, offenbar aus einer spontanen Lust heraus, seine Frau mit Fäusten. 20 Mal, einfach so, völlig anlasslose Attacken soll es geben, aber irgendwie begründete Attacken erheblich häufiger. Ist es nicht Aufgabe eines Gerichtes, die Plausibilität einer Beschuldigung zu überprüfen? Noch merkwürdiger,
Im zugrunde liegenden Attest ist ein von Schlägen, Zitat, mit der flachen Hand die Rede. Im Urteil von beiden Fäusten. Flache Hand oder beide Fäuste? Das ist ein immenser Unterschied. Diesen Widerspruch müsste man nun diskutieren. Nichts davon. Hätte man Mollards dem Gericht vorliegenden Briefe zur Kenntnis genommen, hätte man sich ernsthaft die Mühe gemacht, die Abgründe dieser Ehe genauer zu untersuchen und nicht nur festzustellen, dass einer grundlos den anderen geschlagen hat. Das Gericht hätte dann womöglich erkannt, dass Mollard in seiner Verteidigungsschrift in eigener Sache die in Rede stehende Situation beschrieben hat und bestätigt hat, dass es zu einem Vorfall gekommen ist. Zitat: Wir haben uns heftig gestritten. Sie will nicht aufhören. Wie schon mal passiert, sie geht auf mich los. Tritte und Schläge, leider wehre ich mich. Zitat Ende. Das könnte man zum Teil als eine Art Schuldeingeständnis werten. Nicht einmal das ist dem Gericht aufgefallen. In dem Urteil findet sich von diesem zentralen Satz aus der Feder Mollards kein Wort. Man müsste nun also nicht mehr diskutieren, ob da irgendwas vorgefallen ist im August 2001 zwischen den Eheleuten Mollard. Aber was da genau war, das müsste man sehr wohl erforschen. Gewaltsame Übergriffe von Ehefrauen an ihren Ehemännern sind nicht so selten. Der Möglichkeit, dass ein Mann sich gegen eine Frau gewehrt und sich dabei möglicherweise selbst vergessen hat, aber sich eben ursprünglich gewehrt hat, auch diese Möglichkeit muss ein Gericht nachgehen. Aber Brixner, der Richter, und seine Beisitzer sehen das offenbar anders. Sich mit den Argumenten und der komplizierten, nicht in wenigen Minuten zu skizzierenden Geschichte Mollards auseinanderzusetzen, war das vielleicht zu aufwendig, zu schwierig oder unterließ man es, weil man schon vor dem Verfahren wusste, wohin man wollte mit dem Urteil. Jedenfalls scheint in Sachen Körperverletzung Lustlosigkeit das Prinzip gewesen zu sein bei der siebten Strafkammer. Im engeren Sinn finden sich genau zwei Sätze dazu in der Beweiswürdigung. Der erste Satz: Die Feststellungen zu dem Verlauf der Ehe des Angeklagten, die Schilderung seines eigenartigen Verhaltens und seiner sich immer weiter steigernden Aggressivität beruhen, Auslassung, auf der Aussage seiner geschiedenen Ehefrau, an deren Glaubwürdigkeit die Kammer keinen Zweifel hat. Zitat Ende. Der zweite Satz. Die ehemalige Frau von Mollard, Zitat, schilderte die Tat des Angeklagten so, wie oben dargelegt, ruhig, schlüssig und ohne jeden Belastungseifer. Zitat Ende. Das soll nun also eine Beweiswürdigung sein? Immerhin, es gibt das Attest aus einer Nürnberger Arztpraxis, das die Folgen der angeblichen Prügel anscheinend belegt. Das Gericht stürzt sich nicht nur darauf, sondern schreibt den Text praktisch komplett ab. Dass dieses Attest erst 9 Monate nach der angeblichen Tat ausgestellt wurde, im Urteil findet sich dazu kein Hinweis. Man hätte das ärztliche Gutachten überhaupt hinterfragen müssen, dann wäre man womöglich damals schon auf jene bedenklichen Umstände gestoßen, unter denen es zustande gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft Regensburg wird diese 2013 im Zuge ihrer Ermittlungen für das Wiederaufnahmeverfahren offenlegen. Dazu später. Für sich genommen ist die zeitliche Verzögerung zwischen angeblicher Tat und Attest kein hartes Indiz dafür, dass diese Tat nicht stattgefunden hat, zumal die damalige Frau Mollard 2 Tage nach der behaupteten Körperverletzung beim Arzt war. Aber das Gericht macht sich nicht einmal die Mühe, dieses Dokument zu prüfen. Niemand aus der Arztpraxis wird als Zeuge gehört, worüber man sich in der Praxis noch Jahre später wundern wird. Und wieder passiert ein kleiner, für diesen Prozess aber typischer Fehler. Im Urteil liest es sich so, Zitat: Zudem wird die Schilderung von Fall 1, der angeblichen Körperverletzung, durch ein ärztliches Attest von Name der Ärztin bestätigt. Zitat Ende. Wirklich?
Jahre später etwas ganz anderes. Nicht etwa die Ärztin habe das Attest ausgestellt, sondern deren Sohn als ihre Urlaubsvertretung. Aber das kann das Gericht natürlich nicht wissen. Es hat ja nie nachgefragt. Mollard, immerhin, das nimmt das Gericht auf, habe angegeben, es sei immer wieder zu Streit gekommen wegen der dubiosen Bankgeschäfte der Frau. Im Verlauf dieser Auseinandersetzungen habe sie, seine Ehefrau, ihn geschlagen. Er habe sich lediglich gewehrt. Die Passage umfasst in dem Urteil exakt 5 Zeilen. Allein die grotesk falsche Schilderung, wie Mollard im Februar 2006 angeblich festgenommen wurde, nimmt das Doppelte an Platz ein. So sind die Proportionen in diesem Urteil. Breitesten Raum erhält dafür das Schreiben des Bayreuther Psychiaters Klaus Leipziger, der Mollard für sein Gutachten nicht untersucht hat. Danke für den Aufruf. Ich setze das fort und vielleicht fällt Ihnen noch was zu der Petition ein. Danke für den Aufruf.